Ach ja, ein Träumchen, das sind wir auch schon wieder. So. Money, money, money. Höhlen sind schmutzig. Ich wünschte, ich würde in einem Schrank leben wie die Bots auf Promethea. Gut, dann gehen wir mal zu der Typi. Du bist spät dran, Kammerjäger! Retten wir das Universum! Was? Hast du eine Hackfresse erwartet? Okay. Schön, dass du es geschafft hast! Das war sicher anstrengend! Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit! Oho. Diese Wummel muss mein sein. Sie läuft mit Iridium. Wenn du welches hast, kann ich dir jederzeit eine Waffe bauen. Aber jetzt muss ich dir etwas zeigen. Hier entlang. Hey, Bots, ich bringe den Kammerjäger zur Maschine. Lass niemanden rein. Maliwan oder nicht. Jetzt können wir beweisen, wie gut wir sind. Spielt keine Rolle. Das Universum geht unter. Okay, der Typ kann also mit Iridium Waffen bauen. Das ist interessant. Diese Laserpeitsche ist praktisch. So kann ich auch in meinem Alter noch mithalten. Außerdem sind Peitschen toll. Laser auch. Jeder meint, diese Tür führt zur Maschine. Was immer das... Du hast mittlerweile kapiert, dass Pandora eine planetengroße Kammer ist. Die Iridianer nannten es die große Kammer oder so. Vor langer Zeit sperrten sie eine interdimensionale Monstrosität namens der Zerstörer dort ein. War nicht leicht, aber sie haben es geschafft. Die Iridianer opferten ihre gesamte Zivilisation, um dieses Ding einzusperren. Sie waren schlau, diese Aliens. Die Iridianer hatten einen Plan B, falls irgendein Idiot blöd genug ist, den Zerstörer freizulassen. Wenn das passiert... Nun, er heißt nicht ohne Grund der Zerstörer. Jeder meint, diese Tür führt zur Maschine, was immer das sein soll. Ach ja, sie hat's mir ja gesagt. Sie glaubt, die Maschine hat die große Kammer verschlossen. Ich frage sie, was ist die große Kammer? Sie sieht mich eine Weile an. Die große Kammer, sagt sie dann, ist der Grund, warum es keine Iridianer mehr gibt. Okay. Hinter dieser Tür befindet sich ein antiker iridianischer astrokinetischer kammerbetriebener Phasenmotor-Dingenskirchen. Ich nenne es einfach die Maschine. Sehr praktisch. Und die Farben. Diese Iridianer hatten es echt voll drauf, was? Das war die Maschine, mit der sie den Zerstörer zum ersten Mal eingesperrt haben. Und sie kann es wieder tun. Aber wir brauchen 4 Kammerschlüssel, um hineinzugelangen. Du hast schon 3, nicht wahr? Ja, habe ich. Okay, jetzt gehen wir aber eine Stunde da rein. Checken, was da ist. Nicht. Enttäuschend. Lass mich raten, er hat dann den 4. Promethea! Hier habe ich meine erste Kammer gefunden. Eden 6. Wahrlich kein Paradies.
Und Pandora. Es gibt noch einen Schlüssel und ich weiß, wo er ist. Aber Achtung, das wird kein Zuckerschlecken. Und einfach wird es auch nicht. Ach, du packst das schon. Du bist ein Kammerjäger, wie ich. Geht aufs Haus, Kammerjäger. Das wirst du brauchen. Super. Balion hat einen Arsch voll Basen zwischen uns und der Kammer eingerichtet. Genau deshalb wollte ich Necrotafeo geheim halten. Aber das hat sich jetzt wohl erledigt. Du musst den letzten Schlüssel holen. Ich habe ihn nahe der Kammer versteckt. Eine Brücke führt direkt zur Kammer. Geh dahin, Kammerjäger. Und viel Glück mit Maliwan. Dann ist klar. Ich weiß auch noch schnell gehen. Ich wette, als du mich gesehen hast, hast du dir gedacht, das ist der erste Kammerjäger, der Typ. Ich werde schon mein ganzes Leben lang unterschätzt. Aber ich sag immer, Helden gibt es in allen Formen und Größen. Egal, geh einfach zur Brücke. Ich sag deinen Leuten Bescheid und lass sie wissen, was hier los ist. Hey, ich habe eine wirre Nachricht von Typhon de Leon erhalten. Irgendwas über eine Maschine und einen anderen Kammerschlüssel. Er scheint dich zu mögen. Mach uns stolz. Lange gewartet, Kammerjäger. Hier spricht General Daniel Trant. Und du bist die nutzlose Missgeburt, die meinen kleinen Bruder Samuel auf Athenas getötet hat. Tyrene Calypso sagte schon, du wirst hier auftauchen. Ich habe Sammy beigebracht, wie man kämpft. Aber du hast ihm beigebracht, wie man stirbt. Das bringe ich dir jetzt bei. Also, wie man stirbt. Dass wir uns missverstehen. Noch einer vom Trant-Clan. Das muss das Alpha-Tier sein. Der Fleck. Ah ja.
von mir. Sie werden es nie lernen. Unsere Beute jagt sich nicht von alleine. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Das wurde nicht. Du wirst sterben. Zu schwach, um zu überleben. Dieses Mal aber nicht drauf. Er hat die Brücke zerstört. Was für ein Schmuck. Keine Angst, es gibt einen anderen Weg zur Kammer. Aber das wird nicht leicht. Es ist
ist schön, zur Abwechslung mal Gesellschaft zu haben. Hab seit Jahren mit keinem Menschen gesprochen. Bin vor Jahrzehnten abgestürzt. Seitdem stecke ich hier fest. Ich musste echt kreativ sein, um hier zu überleben. Willst du mein Geheimnis wissen? Ich bin echt schlau. Ich sage immer, schlau ist gut. Klein auch. Man kann sich überall reinquetschen. Und hässlich ist am besten. Die Leute wollen einen nicht ansehen. So kann man perfekt schleichen. Und ich schleiche eine Menge. Seit Moneyball aufgetaucht ist, habe ich mir Technik gemopst und ihre Echos abgehört. Tolle Produkte, aber beschissene Sicherheit, wenn man schlau ist. Hey, Coyote! Vaughn sagt, Pandora zittert wie ein Eisgag mit Fieberträumen. Kein Wort von Tyreen, aber wir halten dir den Hintern frei, was mein Lieblingsteil von dir ist, wie du weißt. Und Typhon? Darf ich dich Typhon nennen? Gibt es eine Mrs. DeLeon? Ja, Leda. Die ist aber so. Oh, das tut mir sehr leid. Ja. Kammerjäger? Wenn sich die Gelegenheit ergibt, hol mir bitte ein Autogramm von Typhon DeLeon. Und eine Haarsträhne ist für Forschungszwecke. Die Jagd hört nie auf. So schwach. Wegen muss ich denn jetzt überhaupt gehen? Okay, hier rechts und dann da zum Auto, alles klar. Willkommen zurück, mein Mädchen. Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. Thank you.
Dieses Ende war unvermeidlich. Letzter Atemzug an. Das ist die richtige Einstellung. Hier endet deine Reise, Kammerjäger. Ich werde dich vernichten, denn ich bin Daniel Trant. Oh, ich glaube, da ist ein Endboss. Ne, da kommt man nicht hoch, ne? Man kann da hinterlaufen, da kommt man dann wahrscheinlich wieder raus. Okay. Ja, das machen wir aber gleich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.